Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Heute wieder eine kleine Übersichtsshow, denn ja, Betonage gab es nicht, aber einiges an Schalungen hat sich verändert. K22, finde ich, kann man mal eine Übersichtsbilderstrecke machen. Die Schalung haben wir beobachtet, wie der Innenkreis vervollständigt wird, inklusive dieser drei hier, bei dem er keine Schalung braucht, weil ja das Lichtauge ist. Man sieht es hier, wenn die Plane weg wäre, könnte hier das Licht rein. Da bleibt es also offen und es hat dann diese Form hier und dann läuft es hier oben weiter. Und dann gibt es hier hinten den Ansatz zur Hutze, das sieht man dann an diesem Schalungselement. Und der äußere Ring ist, ja, drei Viertel, sage ich mal, geschlossen, also noch 1, 2, 3, ja, dann passt es ja, drei Viertel. Dann wäre K22 mit der Blütenschalung ausgestattet. Hier unten D6, Schwindgassenbetonage, nochmal ein Blick drauf, wir haben es ja beobachtet, Folien sind drüber, das ist also abgeschlossen, Kranaussparung wie erwähnt, bleibt noch bis die Kräne weg sind. Ich habe immer mal wieder Folien gesehen für die Glasgitterkonstruktion oder beziehungsweise den Glasgittereinbau und da waren dieses fünf Kräne aufgemalt mit ihrer Reichweite. Sind wir gespannt, ob sie bleiben für den Glaseinbau oder ob es anders gelöst wird. Ich will es ehrlich gesagt gar nicht so genau wissen. Ist viel spannender, das dann zu erraten. Ich glaube nicht, dass man hier was von der Schalung sieht. Das könnte was sein, aber wir gucken gleich nochmal von der Webcam ITS, also von dieser Blick. Richtung hier drauf auf K16. Und dann hätten wir noch hier unten was. Habe ich letztes Mal erwähnt, für K15 gibt es hier einmal die Galeriestütze und dann habe ich gemerkt, da wird ja noch was an der Wand gebaut. Das reicht ja gar nicht von der Breite. Ich habe es erwähnt letztes Mal und habe es einfach jetzt mal Wand Übergang genannt und habe schon wieder vergessen, wie ich es genau genannt habe. Aber wir sehen es gleich in der nächsten Folie. Zum Glück habe ich es aufgeschrieben. Ich habe gesehen, bei Slack habt ihr auch schon Gedanken gemacht, wie man das bezeichnen könnte. Also jetzt erst noch der Blick von der alten Bahndirektion. Und da habe ich noch die alte Folie drin gelassen, damit man den Vergleich sieht. Hauptsächlich hier bei K22. Ich aktualisiere mal. Zack. Außenschalung dran, nochmal zurück. Das ist die Innenschalung. Und jetzt mit Außenschalung. Wie gesagt, hier noch ein bisschen mehr. Ich würde mal sagen, das Bild ist ein bisschen älter als das andere, wobei ich sie alle nach Dienstschluss sozusagen, also Dienstschluss der Webcams, abgespeichert habe. Und das Bild ist von kurz vor 8. Kann sein, dass die andere Webcam noch ein bisschen länger läuft. Naja, jedenfalls haben wir hier, wie gerade erwähnt, diese Schalungselemente, die für die Hutze dann hier hinkommen. Wobei das jetzt noch nicht die Hutze ist, das ist einfach die Rundung vom Dach. Und diese Rundung, die gibt es natürlich auch bei K25, K26, 27 und 28. Und hier bei K25 kann man es deutlich sehen. Da sind genau diese Schalungseinheiten. Hier sieht man diese Kante. Und das ist einfach der Abschluss vom Dach, der auch gerundet bleibt, wie alle anderen. Und bei K22, auch wie bei K21, da geht es dann noch nach oben so weit. Hier so ein Bogen für die Hutze. Und R13 wollte ich noch zeigen. Also, das haben wir schon oft beobachtet, wenn wir die Farbe sehen. Das kommt vom Abschleifen, beziehungsweise es wurde mit dem Material, wurden irgendwelche
Vertiefungen wieder aufgefüllt, die rausgebrochen sind, schätze ich mal beim Betonieren, also beim Abnahme der Schalung aus dem Beton oder so. Jedenfalls, die wird jetzt auf Hochglanz gebracht. Also alle Vertiefungen ausfüllen, abschleifen und so weiter. Ja, R12, da drüben. Da wird ja die Galeriestütze für R12 gebaut. Da ist aber der Einblick zu schlecht. Und auf Slack wurde auch diskutiert, was hier hinten alles passiert. Aber da kann man ja rüberklicken. Ich stelle mal den Link mit in die Videobeschreibung, wenn ich nicht drauf vergesse. Und ja, was ist hier los? Da haben wir es in dem Bereich beobachtet. Also die Bodenplatte ist, glaube ich, hier noch nicht überall drin oder wurde jetzt erst gemacht. Wir haben ja auch mal hier eine Betonpumpe gesehen, wobei die auch vielleicht rein ist und innen was betoniert hat. Und Seitenwände stehen hier schon, aber vielleicht noch nicht alle. Und dann kommt natürlich noch eine Deckenplatte drauf. Ja, da ist noch einiges zu tun, aber erstmal braucht es ja die Kellerstütze dazu. Und nachdem K22 fertig ist, könnte es sein, dass man hier demnächst beginnt. Kann ich aber nicht sagen, weil da hat man keinen Einblick, was unten noch gemacht werden muss. Was wir auf jeden Fall sagen können, ist, sobald wir hier die Galeriestütze sehen, dieses Graue hier verschwindet. Das ist ja die Schalung oder die Einrüstung. Das könnte auch der Boden dahinter sein, im Launch-Bereich. Und das hier ist die Einrüstung. Jedenfalls, das kann man dann schon erkennen, wenn mal die Galeriestütze für R12 gebaut ist. Ja, und bei K21, vielleicht habt ihr es gesehen, habe ich vergessen, diese Hutze-Bezeichnung wegzunehmen. Die kam daher, als ich das noch abgetrennt hatte, weil sie noch nicht fertig war. Danach verschmelze ich die beiden Zellen und habe vergessen, das Wort zu löschen. Das braucht es ja dann nicht mehr da drin. Aber ihr wisst Bescheid, bei K21, da geht irgendwas immer schief. Schauen wir uns lieber die nächste Folie an. Die Schalungsfolie. Hier, wie erwähnt, dieser Wandanschluss. Das gleiche wird es bei K23 geben. Man kann ja, wie ich das im Video mal gezeigt habe, vom ITS hier diese Breite bleibt gleich für den Ausgang Schlossgarten. Und das ist ja um diese Breite versetzt, um die halbe Kellerstütze. Also braucht es hier natürlich noch ein bisschen was. Das werden wir beobachten. Da ist auch ein schönes Bild auf Slack und zwar ein Foto vom ITS geschossen. Denn die Webcam vom ITS, die kriegt es nicht, abla, kriegt nicht so gut hin wie mit dem Fotoapparat. Trotzdem schauen wir uns jetzt die an, denn hier gibt es eine tolle Neuigkeit. K.M. hat es auf unseren Google-Fotoalben schon gepostet. Die erste Innenschalung bei K16 ist drin. Und hier muss ich sagen, wo ist die Beschriftung? Was ist das für eine Schlamperei? Keine Beschriftung. Das bedeutet, das Bild ist noch im Vordergrund. Also setzen wir es mal nach hinten. Und da ist noch das alte Bild. Ich klebe das ja immer so übereinander und dann lasse ich es verschwinden. Also das alte Bild mit der Betonage D6. Jetzt löschen wir das weg und jetzt haben wir hier die Folien bei D6 und K16 steht da und da ist die Schalung. Mal gucken, rechts K22 sieht man jetzt auch schon gut groß im Bild. Und das wird dann hier noch der kleine Bogen sein. Hutzebereich. Ja, und das ist diese erwähnte Wand, dieser erwähnte Wandanschluss. Also K15 einmal hier, der Galeriestütze und einmal auf der Wand. Und das sieht man, und auf dem Foto sieht man sehr gut, das ist ein bisschen
aufgeweidet, ähnlich wie auch eine Galeriestütze. Da ist meine Zeichnung gar nicht so schlecht. Vielleicht müsste die noch ein bisschen optimiert werden, aber das kann man jetzt noch nicht sagen. Und ja, ist ja auch nicht so entscheidend. Gehen wir lieber noch mal auf den Blick hier unten bei dem Kran Richtung SK24, der Blick, und da sehen wir, zack, die Schalung von K22 hat sich breit gemacht, der Außenring. Und damit sind diese Bezeichnungen eigentlich ein bisschen, ja, da hinten sind zwar noch diese Kelche, aber die nehme ich mal, wenn es klappt, ein bisschen raus hier. Weil die irritieren ja dann oder bringen keine Info. Später vielleicht wieder, wenn das Gerüst weg ist, lassen wir sie hier ein bisschen blass stehen. Letzter Blick, Emannstraße. Da hatten wir letztes Mal diesen Blick, und wenn ich aktualisiere, sieht es so, wollte ich das nicht haben. Da ging wohl was schief. Eieiei, habe ich einmal zu viel Steuerung Z gedrückt. Was ich noch gemacht habe, ist, ich habe neue Links eingefügt, und zwar der Link von der, im PDF könnt ihr es dann auch anklicken, in der Videobeschreibung, von der Seite drüber und nicht direkt das PDF, und dann muss man hier einmal klicken und dann kann man die einzelnen laden. Da hat sich jetzt immer wieder mal der Link geändert, so wie ich das mitgekriegt habe, deswegen denke ich mir, ich lege den Hauptlink rein und dann ist es alles ein bisschen besser. Also nicht direkt vom Anklicken, aber von der Sicherheit des Links. Und ihr hört schon, die Cappuccino-Maschine schläft ein. Das bedeutet, einmal einen Schluck trinken. Damit die Stimme nicht verschwindet. Emannstraße. Holen wir es uns schnell noch. So, da ist es. Also wir haben hier und zwar, das wurde jetzt aufgefüllt. Machen wir wieder das gleiche Spiel, einmal nach hinten, dann das alle löschen. Das muss auch wieder nach hinten. Und jetzt gleich noch die Frage zu der, ich habe es ja geantwortet im Kommentar, aber das ist hier die Emannstraße, die läuft jetzt noch bis zum Paketpostamt und DHL, fahrt das Sausen da auch immer fleißig vorbei. Und die ist da und bleibt auch da. Hoppla. Und das ist hier die Emannstraße. Also das hat damit nichts zu tun, das bleibt so. Und diese Straße hier unten für das Gebiet, die war hier und kommt da wieder hin. Da werden jetzt nur diese Rampen abgebaut noch und dann noch der Rest verfüllt. Und dann wird diese provisorische Umleitungsstraße wieder rausgenommen. So, jetzt schauen wir es nochmal genauer an hier. Kann man sich schon vorstellen, die Gelände. Modellierung zum ursprünglichen hier, diese Reihen, wie der hier vorbeiläuft. Also ist verfüllt, jetzt nur noch die Feinarbeiten mit Mutter Erde und dann müssen die Gärtner ran, eben den Rest machen. Dann noch den Abbau von der Stützwand. So. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.